Ja, würde ich sagen, legen wir mal los. Mein Arm ist heute ein bisschen schwer, ich hätte gestern noch mal zurückgeholfen. Reden wir schon wieder hier im Kopf und Kragen, deswegen fange ich nochmal von vorne an. Hallo und herzlich willkommen hier auf Stage 203. Wir sind auf dem Weg zu Huss Licht und Ton nach Süddeutschland bzw. nach Langenau. Und da werden wir wieder mit den Jungs und Mädels zusammen wieder coole Videos drehen. Und in diesem Video nehmen wir euch so ein bisschen mit behind the scenes. Ja Leute, also falls jemand von euch noch eine Waschanlage braucht, hier ist gerade ein LKW, der noch eine Waschanlage transportiert. Also vielleicht für den Garten, falls irgendjemand das haben möchte, meldet euch gerne. Ich schreibe dem Fahrer eben eine WhatsApp-Nachricht und dann bringt er die euch bei euch zu Hause vorbei. Wir sind heute den ganzen Tag hier bei Huss Licht und Ton und drehen fleißig coole Videos für euch. Und wir haben auch noch ein paar coole Specials vorbereitet, aber später zeigen wir euch mal mehr. Und ich freue mich drauf, die neuen Produkte bzw. die Produkte, die wir uns ausgesucht haben und die Videos hier bei den Jungs zu drehen. Hat er jetzt aufgenommen? Moin Julian, grüß dich. Hi. Ich hoffe, du hast die ganzen Fakten auswendig gelernt. Natürlich. Megapointe, ja, wie viel Lux auf 3 Meter? 33.000. Ich kann erzählen, was du willst. Ja, natürlich, du kannst mir irgendeine Antwort geben, ob das richtig ist oder nicht. Ja, ist scheißegal. Ja. Gut, wir machen jetzt mal, bauen uns hier ein bisschen auf. Ne? Ja. Du bist bereit, du bist natürlich topfit. Leute, guckt euch das doch mal an hier. Ne? Die Kollegen sind sowas von gut vorbereitet. Selbst auf der Leinwand wird hier unser Logo noch mal schön präsent platziert, damit es im Video auch super aussieht. Ja, ich würde sagen, ist relativ unauffällig, das Huss-Logo. Ne? Auch überhaupt nicht omnipräsent hier da, aber der Julian ist ja gerade noch ein bisschen basteln. So, wir gehen jetzt mal ein bisschen auf Shoppingtour hier. Ne? Wir machen heute mal ein bisschen eine Shoppingtour im Lager von Huss. Ebene 1. So, ein paar schöne Stative. Mikrofonstativ. Was haben wir noch auf dem Einkaufszettel? Wir brauchen noch einmal 105, ganz hinten. Ganz hinten, also einmal ganz durch. Hinten, ganz einmal hinten durch. Ja, für den Corsa, wenn man to go noch mal einen kleinen Lift braucht. Und mal eben schön den T105 von Funtec. Super Masse dafür. 1A. Kurbelt sich auch den ganzen Tag so vor dich hin. Wieso? Wir drehen gerade noch so ein paar Impressionen. Hauptberuflicher Kurbler. Ja, jetzt ist es halt hier. Also das eigentliche Problem ist ja gar nicht, das eigentliche Video zu drehen, sondern diese Impressionen, die danach folgen. Das muss ja genau. Ne? Das ist schon hart am Limit von Julian jetzt gerade. Noch ein bisschen bitte. So, wir haben Besuch bekommen von einer anderen Firma, die wahrscheinlich jeder von euch kennt. Ich drehe mal einmal rum. Da sehen wir es am Auto. Die Kollegen von Robe sind auch dabei. Sag mal hallo. So, wir haben jetzt das Robe-Video abgedreht soweit. Der Kevin macht jetzt gerade noch ein paar Impressionen da im Hintergrund. Und was ich bei Robe ganz cool finde, dass die auch immer, wenn wir ein Demo-Gerät haben und die Kollegen dann vorbeikommen, auch immer direkt die Lichtsteuerung mitbringen, wo dann vorgefertigte Cues dabei sind, sodass man auch wunderbar die Sachen vorführen kann. Und das finde ich echt eine coole Geschichte und das ist auch echt mal mitgedacht. Also, wir haben gerade hier uns nochmal den BTX Saturn angeschaut und Julian, das ultimative Feature für jeden Techniker. Absolut. Da vorne ist ein USB-Slot dran und man kann sage und schreibe sein Handy dran laden. Also, wenn das Ding auf 6 Meter Höhe im Rig hängt, kann ich ganz einfach mein Handy nehmen, iPhone dran, zack, laden. Und los geht's. Ja. Ist auch super für Besucher, ne? Wenn die dann einfach fragen, kann ich irgendwo mein Handy laden? Kannst du sagen, ja, da oben im Frontrasse. Frontrasse kannst du dann runterladen, kannst du da schön was machen. Also, wichtig. Das ist auf jeden Fall ein Top-Feature. Also, ich bin jetzt schon von diesem Gerät überzeugt. Absolut. Auf jeden Fall. So Julian, du bringst gerade die restlichen Sachen weg, ne? Ja, jetzt wieder hier aufräumen. Ja, sicher, du musst immer alles aufräumen. Rum, wir stehen hier nur rum, ne? So. Ja, mach ein bisschen was und du musst die ganze Arbeit alleine machen. Ich knechte ja die ganze Zeit. Den ganzen Tag. Wir sind jetzt auch schon ganz fertig, nehmen was Rücken. Du bist ja gerade schon weiß hier rumgeturnt auf den Stativen. Ich bin hast dich extra aufgewärmt und jetzt bist du auch erlöst. Jetzt bin ich auch. Ne? Jetzt bin ich auch. Oh. Jetzt reicht's auch irgendwann. Jetzt reicht's auch. Irgendwann ist auch, ist ja auch der, hast du auch den Kaffee auf. Ja. Bevor es jetzt gleich weitergeht, noch eine ganz wichtige Geschichte. Wir haben natürlich auch noch unser Merch-Zeug und das wollen wir natürlich auch noch mal gerne hier lassen, weil die Kollegen von Huss Licht und Ton da auch mal so eine kleine Schale haben, wo man dann quasi sich bedienen kann. Deswegen haben wir uns gedacht, wir legen auch ein bisschen was von uns dazu und dann können die Kollegen hier sich auch Stage 203 Merch mitnehmen. Sag nochmal tschüss! Bis zum nächsten Mal! Wir sind angekommen bei unserem zweiten Stopp auf unserer kleinen Tour hier durch Süddeutschland und zwar sind wir jetzt bei den Kollegen von Global Trust bzw. Ehrgeiz, Lux Europe und so weiter. Wir stehen hier gerade auf dem Firmengelände und gehen jetzt erstmal rein
und sagen den Jungs und Mädels erstmal Hallo. Ist noch keiner hier, aber ich finde ihn gleich. Übrigens, was hier richtig cool ist, finde ich mal eine coole Idee. Die Jungs haben hier schön so eine Candy Bar, wo man sich mal eben to go ganz schnell mal Süßigkeiten mitnehmen kann. Dann geht's hier weiter, was ich sehr cool finde, in die schöne Hütte. Und hier können die Mitarbeiter quasi sich selber was zu essen machen. Und hier kocht der Daniel auch regelmäßig. Den Daniel sehe ich hier auch gerade rumschwirren. Hallo Daniel, grüße dich. Hallo Jan. Ich hoffe, du hast heute erster Tag nach deinem Urlaub. Du bist auch total mega entspannt, ne? Gestern Nacht zurückgekommen, ja. So muss das sein. Und wir sind jetzt hier natürlich bei euch im Stage Campus, ne? Und drehen heute hier ein ganz cooles Video zum Thema Rigging und Trust zusammen mit dem Kollegen. Ja, bin immer gespannt. Global Trust. Und ich muss sagen, ich hab das hier auch noch nicht gesehen. Das ist ja echt richtig cool, was ihr hier habt, ne? Also wir haben ja hier so eine schöne Hütte. Und hier sind dann nochmal so Mitarbeiter-Events und sowas, ne? Und wenn man da was machen will. Mittagessen. Genau. Und wenn man jetzt mal guckt, sieht ja hier schon das Riesenlager von Global Trust. Also da stehen einiges an Traversen und es ist halt echt enorm, was hier alles lagert und das ist natürlich auch mal super, weil wenn ich als Kunde irgendwas brauche bei Global Trust, kann ich sofort sagen, Jungs, ich brauche das und das und dann könnt ihr sofort liefern. Das ist natürlich, das ist natürlich super, genau. Ja, was haben wir noch hier irgendwo? Da hinten ist noch euer Büro, ne? Du wolltest, zeig mir mal euer Büro, das ist immer ein bisschen cooler. Sollen wir mal kurz reingehen? Ja, schauen wir mal hier, wie es hier drin aussieht. Ist der Olli auch da hinten? Hallo! Servus! Grüß dich! Hi. Genau, ist ja richtig cool eingerichtet. Also ganz ehrlich, so ein Büro möchte ich auch haben. Also das ist schon eine geile Idee gewesen, auf jeden Fall. Und hier arbeiten die Kollegen vom Marketing, ne? Hier ist dein Arbeitsplatz. Hier ist mein Arbeitsplatz. Er ist aber nicht so aufgeräumt, ne? Das ist voll aufgeräumt. So, wir haben jetzt gerade zusammen mit dem Florian einmal das Video zum Thema Traversen, Anschlagmittel gedreht und war echt eine coole Geschichte, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, Florian, das hat dir auch Spaß gemacht. Und du wirst jetzt zum neuen YouTube-Star wahrscheinlich, ne? Und dann können wir demnächst mal sehen, wie die Reaktionen drauf sind. Und ich bin echt gespannt, wie das Video werden wird. Ja, hoffentlich kommt etwas zurück. Bestimmt. Wir sind für Fragen jederzeit da. Natürlich. Bestimmt. So, wir sind durch mit den Videos. Hat echt Spaß gemacht bei euch. Vielen Dank, dass wir da sein durften. Ich sitze hier noch auf so einem coolen Motorrad, ne? Was bei euch auch noch so hier rumsteht, so als Ausstellungsstück. Ich hoffe, es hat euch gefallen, einen kleinen Hintergrund zu bekommen von den Kollegen hier am Stage Campus. Mir bleibt eigentlich nichts anderes zu sagen, außer Practice and Enjoy.